Von wegen Kurvi, GNTM-Zuschauer erzürnt von erster Folge. Hat ProSieben sich für diese Kurven zu weit in die Kurve gelegt? Für die 13. Staffel von Germany's Next Topmodel hatte es eine große Ankündigung gegeben, schon vor der Ausstrahlung war von mehreren kurvigen Kandidatinnen die Rede gewesen. In der Auftaktfolge wurden und entsprechend vorgestellt und das sorgte bei den Zuschauern für totales Unverständnis. Die beiden Schönheiten sind ihnen mit Kleidergröße 36-38 zu schlank für die Bezeichnung Curvy Model. Auf Twitter häufen sich nach der ersten Episode die Kommentare rund um das Thema Kurven bei GNTM und auffällig vielen Nutzern passt das gar nicht. Die einzigen Frauen mit Normalgewicht werden als Curvys betitelt. Und dieses Mädchen, das angeblich Curvy ist, ist verdammt nochmal nicht Curvy. Die ist normal, stören sich nur zwei der Zuschauer an dem für sie falschen Körperbild. Dass das in der Laufstexo vermittelte Verhältnis von Modelmaßen zu Curvig nicht zu stimmen scheint, macht eine weitere Nutzerin klar. Also, wenn sie ein Curvy-Model ist, bin ich tatsächlich ein sehr dickes Walross. Obwohl die runderen Kandidatinnen des TV-Formats sich kaum von den anderen Teilnehmerinnen unterscheiden, hatte besonders mit Komplexen zu kämpfen. Die Lockenträgerin hatte bei den Proben des ersten Bikini-Shootings geweint, weil sie sich in ihrem Körper nicht wohl gefühlt hatte.